Es ist der Tag der Entscheidung und zwar vollgestopft mit jeder Menge Dramatik. Die U17 von Tennis Borussia Berlin trifft auf die des VfL Osnabrück. Der vierte gegen den vierten der beiden Regionalligen. Beide Teams mühten sich ein 0:0 im Hinspiel ab. Es gibt keine Auswärtstorregel. Daher muss hier und heute ein Sieger gefunden werden, zur Not über die Extraschicht. Und für dieses 0:0 verantwortlich war Osnabrücks Keeper und Kapitän Finn-Philipp Popescu. Der rettete zweimal und damit auch die Chancen auf den Aufstieg. Die Berliner werden heute an ihm vorbei müssen. Die Gastgeber in Lila von links nach rechts, aber das Spiel gerade in den ersten Minuten eher so aus der Kategorie Tiefschlaf. Die beiden Versuche stellvertretend für die offensive Harmlosigkeit beider Mannschaften. Erst Burke für die Gäste, dann gegenüber Cem Koç für Tennis Borussia. Doch kurz vor der Pause drehte sich allmählich der Wind. Tennis Borussia wurde stärker, das ist liebig. Der nimmt sich mal die Zeit und dann diese Gelegenheit von Sivaci. Und Koç hat einmal mehr die mögliche Führung auf dem Fuß, allerdings eine richtig starke Parade, toller Reflex von Popescu. Der hatte ansonsten eine recht sorglose erste Halbzeit. Doch Durchgang 2 war ein anderer Fehler von Gassan in der Aufbaubewegung und dann kommt Bilosano an den Ball. Bilosano! Und er macht den rein. 1:0 für Tennis Borussia Berlin. 44. Minute. Er wurde häufig gesucht, er wurde auch häufig gefunden, aber in der Offensive war er bislang einfach glücklos in dieser Partie. Und Popescu, der konnte sich ärgern, das war ein Tor, das hätte man verhindern können. Ganz zielstrebig, ganz stringent, knallt er ihn rein. Aber so abgedroschen es klingen mag, dieses Spiel brauchte dieses Tor, denn jetzt kam Osnabrück. Eckball in die Mitte, die kriegen den Ball einfach nicht weg und da ist George Bayer und er sagt Bye-Bye zur Berliner Führung. Zumindest stand jetzt. 8 Borussen im 5-Meter-Raum kriegen den Ball einfach nicht geklärt. Es ist ein Geschenk mit Schleife für den zweitbesten Osnabrücker Torschützen. 9-mal hat es in dieser Spielzeit geklingelt. Also alles wieder auf Anfang, schneller Einwurf, TB wieder vorn und das die Möglichkeit durch Bilosano. Das hätte es sein können, aber das Leben findet nun mal im Konjunktiv statt und jetzt auch in der Verlängerung. 2x80 Minuten waren dabei und die Gäste mit mehr Körnern. Das ist Hakim Traoré in der Mitte, dann scheitert Bayer und Silas Burke nochmal aus dem Rückraum. Horenburg fährt das Bein aus. Das Spiel spannend und umkämpft. Nochmal eine Hereingabe irgendwo in den 16er vom VfL Osnabrück. Finn Onken sichert sich den Ball auf der rechten Seite und findet Silas Burke. Der hat 22 Mal getroffen, ist zweitbester Torschütze in der Regionalliga. Den hätte er einfach machen müssen. Dann wäre die ganze Geschichte mutmaßlich rum gewesen. Aber dann kam nochmal Bilosano an den Ball. Bilosano wie beim 1:0. Bilosano nicht wie beim 1:0. Popescu hält diesen so wichtigen Ball. Und es kam also, wie es kommen musste, das Elfmeterschießen sollte diese Relegation entscheiden. Was für ein Druck auf diesen 16-, 17-jährigen Schultern. Der erste Berliner traf, jetzt Burke und er scheitert an Horenburg. Vorteil Tennis Borussia. Alle nachfolgenden Spieler trafen. Henry Uchtemann musste den jetzt also machen. Uchtemann und auch der scheitert an Horenburg. Tennis Borussia Berlin ist aufgestiegen und steht in der B-Bundesliga. Mehr Dramatik geht nicht. Am Ende ist es mutmaßlich leicht, hauchzart verdient. Aber in der Haut der Osnabrücker willst du nicht stecken. Die haben sich wacker geschlagen. Am Ende heißt der Sieger und damit der B-Bundesligist Tennis Borussia Berlin. Herzlichen Glückwunsch.